Aha. Lagerregal, das ist natürlich sehr blöd. Was? Viel Erfolg, das Ganze akrobatisch zu lösen. Hatten wir das unter Specials laufen? Ja, ich meine schon, ne? Ja. Arg verpeilt. Das Arg müsste unter verpeilt. Specials, ja. Wirf doch das Handy nach dem Shampoo. So. So als Tipp. Also ich habe nur 1 GB zu downloaden. Dauert Das trotzdem hatte ich länger als bei dir. auch. Also bei mir sind es trotzdem 1,8 und ich kann gerade nicht nachvollziehen, was genau das ist. Kannst bei den Updates gucken, was das ist. Zumindest war das bei mir so. Nein, ich kann es Wenn nicht es runtergeladen ist, darüber auf jeden Fall. einwenden. So. Ich bin gerade am Überlegen, was du noch abonniert hattest, was ich nicht abonniert habe. Wen meinst du jetzt mit du? Deadman. Es sind drei Du's drinne hier. Wir haben drei Ja, eben, Du's. jeder ist du. So, Was habe ich abonniert? Ja, ich verstehe jetzt auch nicht, warum er mit mir 1,8. Ja, vorhin hatte ich die 800 MB-Update, wo ich So. ihn geblockt habe. Dann werde ich jetzt die Welt speichern und danach wird das Update automatisch geladen. Welche Auflösung hatte ich nochmal, Como? Okay, da ist eine Wand dazwischen. 1280x27. 1280x27, sagst du, ja? Das ist dann blöd, Lagerregal. Siehst du, hättest du ein altes Nokia, könntest du die Wand einschlagen damit. Ja, richtig, dann Mit könntest du einem trotzdem neuen. danach werfen. Ja, bla. Die Geschichte vor Snow White. Bist du bereit, Huntsman? Ja. Mit der Macht des Spiegels beherrsche ich die. Oh, das war zu laut. Entschuldigung, ich versuche gerade bloß mal ein Video einzubinden, was ihr euch in der Zeit mal angucken könntet. Weil das meines Erachtens richtig, richtig witzig ist. Das ist live. Das ist gerade live und live und live. Aber naja. So funktioniert es definitiv nicht. Ah, ich bin taub. Ja, tut mir leid. Nee, funktioniert leider so nicht. Funktioniert leider so nicht. Dann mach doch einfach Subnautica oder irgendwie irgendwas, damit die Leute was zu sehen haben. So machen wir es jetzt auch. Ich werde mal ganz kurz hier aus Ark rausgehen. Wir lassen aber alles so weit drin, das ist jetzt nur einmal so zum Zwischenspiel. So. Also, ich zeige euch mal ganz kurz ein wenig Subnautica. In der Zeit, wo wir Viel jetzt Erfolg, auf. Lagerregal. Wo wir jetzt darauf warten, dass der Server wieder steht. Ja. Lange dauert es nicht mehr, Ruff. So. Bring mir welche mit, bla. Einen Vulkan in Valhalla, das ist geil. Xmas, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Habt viel Spaß im Stream. Jo, hey So. ho. Hey Und wir sehen ho. gerade. So.
Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Willkommen bei Subnautica. Eine Unterwasserwelt. So, ich zeige euch jetzt mal hier kurz was. Wir fangen mal mit einem neuen Spiel an. Nehmen uns den Überlebensmodus hier. Du weißt sogar, wo der Vulkan dann ist. Ja, das wäre cool. Das wäre cool. Wie lange streamen wir heute? Auf jeden Fall ein bisschen länger. Wir sind später angefangen und werden heute mit Sicherheit ein wenig länger streamen. Und jetzt zur Überbrückung spiele ich mal ganz kurz ein bisschen Subnautica, solange bis der ARK-Server wieder läuft mit dem Valhalla-Update. Und dann joinen wir wieder zurück zu ARK. Ich werde auch nichts an der Headline ändern oder sonst was. Subnautica ist jetzt nur zum Überbrücken. Genau. Vielen Dank, das hört man doch gerne. Endlich mal Streamer mit guter Musik im Hintergrund. Das ist schön. Danke für das Kompliment. Bumsebiene 2000. 200. Dankeschön. Kommodar Badboy hat noch eine Frage gestellt, ob wir den Pathfinder noch installieren können. Können wir das? Schaffen wir das in der Zwischenzeit? Nein, weil die Mods sind alle schon durchgeladen. Also, bei diesem Neustart noch nicht, Badboy. Beim nächsten. Den schauen wir uns auch erstmal auf dem anderen Server an, bevor wir... Genau. Bevor wir den hier auf diesen packen. So, bei mir dauert's aber noch, da bin ich auch gerade noch mal 5 bis 10 Minütchen weg. Jetzt wird der Server gestoppt vom System. Okay. Also ich hab gerade ein Drittel runtergeladen. Valhalla kriegt ein Update. So, jetzt passt auf, jetzt wird's interessant. Ich hol mir mal eben was zu knabbern, so lange. Mach das. Okay, der Server startet schon. Und jetzt im Cyrillia. Hatte ich gerade gesagt, wir streamen heute definitiv länger. Also bis 12 ja auf jeden Fall, kennst du. Aber heute wird es definitiv länger, weil wir auch später angefangen sind. Und da habe ich gerade ein Metallkläppchen vor die Klappe gekriegt. So, hier brennt's. Wow, das ist neu. Das ist neu. Das ist neu. Okay. Oder du bist einfach zu vergesslich. Okay, hier erstmal alles ausmachen. Ja, das kann ich mir vorstellen, Bursche. Oh, ich brenne. Das sollte nicht der Fall sein. Okay. So. Das haben wir geschafft. Greetings, Survivor. Great job not dying. To assist you in further survival in emergency situations. Okay. Das ist für mich jetzt auch gerade neu, weil Subnautica hatte auch ein Update. Visible now. We'll organize your inventory. Display currently available construction blueprints. And hold other valuable information. Please take a moment to familiarize yourself with it. Okay. Jetzt wissen wir es. Alles gut. So, hier haben wir einen kleinen Kasten, wo wir was verstauen können. Da packen wir erstmal den Feuerlöscher rein. So. Und dann schauen wir mal hier in unserem Fabricator nach. Grundmaterialien, ja, Titan, alles müssen wir erstmal sammeln. Nein, Subnautica geht leider noch nicht im Multiplayer, was ich schade finde, weil Subnautica ist meines Erachtens ein richtig geiles Spiel. Es soll angeblich nochmal ein Multiplayer dazukommen. Und das wäre natürlich der absolute Hammer dann, ne? Dann, so, Metall. Da haben wir ein bisschen Metall. So, hier haben wir einen Kalkstein. Da kann man auch noch was rausholen. Haben wir schon ein bisschen Titan dazu bekommen. Wie gesagt, man ist hier in einer außerirdischen Unterwasserwelt, wo auch einige Gefahren lauern. Das ist quasi, ja, ein Stückchen weit, arg, nur unter Wasser.
So, man muss zwischendurch immer hoch, weil am Anfang hat man überhaupt nicht viel Luftreserven. Ihr seht das. 45 an der Seite, da liegt unser Schiff, das kaputt ist. Unsere Rettungskapsel ist dort. Und wir müssen versuchen, hier irgendwie durchzuhalten. Können nachher auch craften, können Sachen bauen. Werdet ihr gleich wahrscheinlich noch kurz mitkriegen. Es sei denn, ich kriege von Fauli gleich das okay, Server läuft. Dann brechen wir hier sofort wieder ab und gehen zur Ark rüber. So. Und noch hast du ein, zwei Minuten. Ja, vielleicht schaffe ich es ja noch, ein Messer zu craften. So. Ja, von denen gerade, die kann ich erst mitnehmen, wenn ich ein Messer habe, ne? Kann ich die erst mitnehmen. So ein Säurepilz kann ich mir noch nehmen. Die braucht man anschließend, um Batterien zu machen. Ist das ein... Ach du Scheiße, was ist denn da jetzt los? Ist auch neu. Diese Unterwasserstürme oder was das da ist. So, dunkeln wird auch ziemlich schnell. Hallo, wieso wird es denn jetzt auf einmal dunkel hier? Ach du meine Güte. Ich bin gestorben. Super. Ganz toll. Sehr schön. Ungewöhnlich. Wie ungewöhnlich. Jetzt ist das ganze Zeug irgendwo abhanden gekommen. Nee, aber das müsste eigentlich auf dem Weg dort sein. So, das passt. Der Server sollte da sein. Der Server ist da. Dann geh mal kurz drauf und schau mal. Böse Knochenfische, ja. Was ist das denn? Das ist neu. Das ist echt neu. Du schaust zuerst mal, ob es funktioniert, ja? Ja. Das ist Subnautica, Alban Ark. Das haben wir jetzt nur mal kurz reingepackt, weil der Server gerade neu gestartet werden musste. Weil mein Ark abgespackt war und jetzt ein Valhalla-Update kam. Und dementsprechend mussten wir jetzt mal ein bisschen improvisieren. Und da haben wir uns gedacht, dann zeigen wir euch mal kurz... Also hier Subnautica, weil das werden wir auch demnächst nochmal streamen. Valhalla lädt bei mir. Also es geht los. Okay. Also die sind übrigens nicht gerade nett, wie ihr seht. Die sind nicht gerade nett, die Fische. Ja, eins kann ich euch noch zeigen. Ich fange mal so einen Fisch, wenn ich ihn dann kriege. So, seht ihr, da habe ich ihn. So, und den kann ich mir jetzt kochen. Ja, Sauerstoff ist gleich zu Ende, sehe ich. Ja, aber jetzt geht's nach oben. So, aufgepasst. So, und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, wofür dieser Fabricator da ist. So. So, jetzt können wir den Fisch erstmal kochen. So, und dann kann ich sagen... Wohl bekommt's. Der war lecker. So. Und ich würde sagen, wenn Fauli jetzt auf dem Server drauf ist, bist du drauf? Hast du es geschafft? Ja, ich bin drauf. Ich laufe jetzt schon rum. Dann wechseln wir jetzt wieder zu Ark. Und versprochen, Subnautica wird es nächste Woche geben. Werde ich euch Subnautica zeigen. Ist richtig, richtig geil. Macht Spaß. Armes kleines Fischi. Ja, klar. werde ich euch zeigen. Und sobald der Multiplayer drin ist, was ja eigentlich gemacht werden soll, werden wir es auch zu viert spielen. Und ja, ich denke mal, werden wir alle so ein bisschen Spaß mit haben noch mit Subnautica. Okay, dann, ja. Das Wasser sieht von hier oben übrigens richtig cool aus, finde ich. Also, wie gesagt, wir stellen jetzt hier erstmal ab und wechseln wieder zu... Ark. So, los geht's. Wir arken wieder! Ich lade noch. Wie viel Prozent hast du denn schon? Also ich hab 1,2 von 1,8 Gigabyte. Aber wieso hast du denn noch ein bisschen? Ich hab bei mir noch. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. So. Was da jetzt noch dazugekommen ist mir. Dann so, könnte man zurück. Ja schon fast die Känguru-Suche wieder neu starten, ne? Das denke ich mal. So, Server ist da. Dann
Zuhörer, was meinst du? Drauf geht's. Wow, was ist das? Werberlich Kälte. Okay. Also wie gesagt, wir werden nächste Woche einen Stream mal Subnautica bringen, weil das war jetzt mal ganz schön, dass ich euch da ganz kurz habe reingucken lassen können. Und scheint ja gar nicht so schlecht angekommen zu sein. War ja schon ein paar Reaktionen drauf. Und dann können wir das natürlich auch mal bringen, auf jeden Fall. Ist ja auch eigentlich ein ganz cooles Spiel, ne? Also ich find's cremig. Also es macht bestimmt Spaß, aber halt im Multiplayer, denke ich mal, ist das sowieso für uns ja, sowieso sinnvoll. Aber wie gesagt, ja, es stand halt eben drin, dass sie das auch noch fabrizieren wollen. Also, bla, wo ja. Ist denn der Vulkan? Hast du irgendwie Koordinaten dafür? Okay, viel Erfolg, Joni. Joni, bis dahin, ciao. Bis dann. Jo, gute Nacht. Hausaufgaben um kurz vor 12, da wird's aber Zeit. Das vor Karfreitag? Ja, wahrscheinlich, damit es am Wochenende dann nichts mehr zu tun muss. Damit dann am Wochenende halt eben freie Bahn ist, oder? Würde ich das dann jetzt auch noch machen. Aber vorher natürlich ordentlich eben die Akrobaten geschaut, das ist wichtig. Ja, man muss halt schon Prioritäten setzen, Lusti. Genau, genau. Auf der Karte ist er leider nicht zu sehen. Vulkan, oder seht ihr ihn? Ja, kein. Oben rechts die Inseln wurden umgebaut zu einem Vulkan, sagt Judson. Oben rechts die Inseln. Okay, cool. Dann werden wir uns das jetzt gleich mal anschauen. Das auf jeden Fall. Werden wir uns das gleich mal antun. So, Swamp Cave. Underwater. Volcano. Volcano 1, 2, 3. Volcano minus Cave. 43 Grad, das ist richtig übel. Wo ist denn das bitte? Bei dem Cirelia. Mal eben die Atmosphäre wieder ein wenig anstellen. So, ich wollte mir noch mal eben kurz meine Klamotteritis hier fertig gecraftet haben. Ja, gute Frage im Cirelia. Das einfachste wäre, du stellst dir die Metrodons dahin oder Klimaanlagen. So. Na, genug Klimaanlagen machen das schon. Aber minus 43 Grad ist auch richtig übel. Das, auf dem das ist schon arg zapfig. Das ist, ja, eiszapfig, genau. Deadman, du bringst es gerade auf den Punkt. Eiszapfig ist das. Ja, es ist so okay. Kalt. Für die, die jetzt halt eben diese SWAT-Rüstung einmal sehen wollten, hier ist sie. Da ist sie jetzt komplett SWAT-mäßig ausgerüstet. Sieht cool aus, finde ich. Ich finde die geil. Weiß nicht, kann man die noch anmalen? Glaube ja. Okay, machen wir jetzt mal nicht. Ich möchte jetzt mal einen schnellen Quetzal haben. In Cirilla, das ist Wintersumpf. So, und wie war das jetzt? Oben rechts, ja? Ja. Oben rechts die
Inseln. Die sollen umgebaut. Du sollst nochmal das Baby-Ketzer zeigen, bevor du... Das Baby-Ketzer nochmal zeigen, okay. Das steht oben bei den Sarkos. Ja, ja. So, da ist der kleine Scheißer. Da. Und ist jetzt schon größer wie ich. Also, da sprechen wir vom Baby, ja? Ihr habt ein Verhältnis zu Babys. Wahnsinn. So, oben rechts, sagte der Komo jetzt. Da soll jetzt angeblich etwas verändert sein. Oder wer sagte das? Judson. Judson, da bin ich mal gespannt, ob da sich was verändert hat. Und wo soll jetzt hier irgendwas soll dazu gekommen sein? Jetzt ein Schnee. Schneehöhle? Wieso verschwindet eigentlich dieses Chatfenster nicht? Frage. Weiß ich nicht. Im Sumpf ist noch eine Höhle. Im Sumpf soll eine Höhle dazugekommen sein. Artefakte sollen dazugekommen sein. Ich bin hier gerade beim Vulkan. Was, du bist beim Vulkan? Ja. Wo ist der denn jetzt? Ist der dabei? Oben rechts, genau. Oben da, rechts. Wo, oben rechts. Oben rechts, oben links habt ihr gerade gesagt, oder? Nein, oben rechts. Oben rechts, okay, ja. Ich bin gerade bei 1385. Hier ist kein einziges Tier. Aber es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus hier. Na, anschauen tun wir uns das Ganze jetzt. Schön geworden. Mir gefällt das hier. Ist schön warm. Schön warm, ist richtig hitzig. 43 hier, ja. Grad? Gucken, ich habe hier 42 Grad. Sind die auch Grad an im Tyrelia? So. Habe ich eigentlich die Headline jetzt abgedatet hier, dass Valhalla Update dort steht? Könnt ihr mal schauen, Headline? Ich habe den Stream gerade ausgemacht, damit mein Download etwas schneller läuft. Okay. Da hat man neu ihr Valhalla Update, Ark Survival Evolved. Das ist doch schön, ja, dann ja. Weiß man ja auch Bescheid. 4 ist, Nee. Im Cirelia 4 reicht nicht für den Unterschied. Für minus 43 Grad reicht das nicht. Ist das die oberste, letzte Insel da, oder wie? Ja, ich glaube. Ja. Ich habe hier gerade beim Vulkan 43 Grad plus. Das dann sollte dir richtig warm sein, ja? Ja, ist mir auch. Aber so groß ist die Insel doch gar nicht, oder? Doch. Du darfst dich nicht irritieren lassen von der Karte von Map. Die Map ist, glaube ich, nicht aktualisiert. Nee, dann, gib mir mal bitte kurz Koordinaten, bitte. Koordinaten? Du kannst dich eigentlich nicht verfliegen. Ich bin bei 11, 8. 85, 1. Bei 11, 8, 85, ja, das 1. Ist, wenn du in die Richtung fliegst, ist das die große Insel. Im Cirelia, wir haben selbst nicht mal genug. Da links, die große Insel, sieht man doch. Was, die große Insel da, ja? Links von dir, ja, die große Insel. Die soll's sein, okay? Ja. Im Cirelia, wenn wir
genug Pelz hätten, um du musst selber... nicht nach Süden, du musst nach Norden. Denk dran, ne? Ja, ja, ich bin jetzt das auch andere links. Unterwegs. Ja, ja, ich bin da unterwegs. Die große Insel. Das links. Ach, das links meinst du? Ja! Links. Link geflogt hier. Ja. Ja, passt schon. Aber hier sind leider keine Tiere. Schade. Naja, wer weiß, vielleicht spawnen die ja noch nach. Ja, gute Frage im Cirelia. Ich glaube, ich bring dir morgen früh meine Pelzrüstung vorbei. Ich bin selbst noch nicht drauf. Mein updated noch. Ich glaube, ich bring dir morgen. Wart ja so. Moin moin. Willkommen. Hey ho. Pauli, passender Link für dich. Ja. Kann man Leute im Chat muten? Wen willst du denn muten, bitte? Okay, ja, hier hat sich einiges verändert. Das stimmt. Hier hat sich einiges. Also wenn du auf den verändert. Namen klickst, da hast du alle Optionen. Da kannst du den, glaube ich, auch ignorieren, wenn du das möchtest. Ich werde es auf jeden Fall nicht tun. Nee, La ist ganz witzig. Ja. So, okay. Ich bin fertig, ich connecte. In Cirelia, also, es ist Fakt, dass das immer wieder so passiert auf solchen Karten. Und, mich stört das dann auch. Und du hast wahrscheinlich jetzt deine Base dort gebaut, wo halt eben es jetzt rattenkalt geworden ist. Wir lassen uns da was einfallen. Definitiv. Das heißt, kann du hast auf jeden Fall irgendwas Warmes mal rübergeschickt. Kann auch sein, dass es am nächsten Tag wieder anders ist. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wo er ist. Wo er sich versteckt. Ja, also hier haben wir dann einen Vulkan und mir ist rattenheiß hier. Es ist wirklich rattenheiß. Glaube ich. Also auch ungefähr bei der fliegenden Insel. Hattest du hier irgendwo andersrum waren. Eine Höhle gefunden oder sowas? Man konnte durchfliegen, konnte man hier. Okay. Aber so eine Höhle direkt habe ich bisher nicht gefunden. Boah, aber hier, guck mal, geil gemacht mit dem Lavafluss, so halbwegs hier. Nee, ganz sogar. Sehr schick. Sehr schick. Das ist cool gemacht. Und da sollen wohl irgendwo Kängurus in der Nähe sein. Nee, hier Kängurus? Ist gar nichts in der Nähe. Gar nichts? Gar nichts. Hier ist kein alles einziges tot. Tier. Hier ist alles doch nicht tot. Mal gegrillte Kängurus. Aber hier ist eigentlich ganz viel Lava. Metall. Richtig viel Metall und was ist denn das andere? Ich muss mal gegenklopfen, damit ich das sehe. Lydion? Könnte da springt sein. Gleich ein Prokoptodon raus. Die sind versteinert. Also es sieht aber echt... Stein und Eisen. Ja, hier ist auch bloß ganz normal Stein. Ist hier Metall mit drin? Ja. So, hier kann man zum... Halfarm hinkommen. Ja, hier gibt's Metall, Stein. Okay, die üblichen Mineralien. Die Lava soll laut Entwickler noch nicht töten. Das ist aber ohne Garantie, also vorsichtig. Hörst du das doch mal? Nee, ich hab jetzt gerade hier. Ich hab mir gerade meine tolle Sword-Rüstung gemacht. Ich schmeiß die jetzt ja nicht gleich weg. Ja, dann bist du sicher auf alle Fälle. Meinst du? Kannst dir ja vorher ausziehen und in den Ketzer packen. Das habe ich vorhin schon mal gehört. Das will ich aber nicht. Ich will ja jetzt gucken und nicht hier mich selbst töten hier.
Ja, die haben wieder einiges gemacht, die Valhalla-Entwickler. Muss man ganz ehrlich sagen. Sieht stark aus. Ist cool geworden, oder? Ja, also mir gefällt die Ecke hier. Hier sind dann auch mal ein paar unverbrannte Bäume. Ja, ist schön warm. Ja, wohl eher ein bisschen zu warm, aber... Ja, ich hab da hier mein ganzes Wasser. Und ja, Metall ist hier echt genug. Genug Metall. Interia, wo bist du eigentlich jetzt? Schick 36, mal deine... 33. 36, 63. Hast du da nichts zu fliegen, dass du da erstmal rausfliegst oder sowas? Redstone, moin moin. Willkommen. Nee, der Ketzal ist ja vorher schon gestorben. Okay, dann hole ich da im Cyrillia jetzt mal weg. So, 36... 63. 63. Hey Schmudu. Schmudu, moin moin. Hey Schmu, du Schmu. Also es sieht cool aus, was die hier gemacht haben. Es sieht echt cool aus. Also... Was? Doch plus minus 40, nicht minus 43. Auf aber eben hat er noch plus 40 geschrieben. Ach, plus 40, ja was jetzt? Ah, doch minus 40, ups, sag doch. Losti, kannst du mal stehen bleiben, fragt Bad Boy. Ja? Der fliegt dir schon 10 Minuten hinterher. Butterfresse, moin moin. Hey ho, Butterfresse. Hallo. So, hey. Ich bin wieder auf der Map. Das Gigabyte ist fertig. Reinfall, moin moin und vielen Dank für deinen Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Viel Spaß wünsche ich dir im Stream. Hey ho. Hey ho, grüß dich. Der Beta Gigabyte ist fertig. Jetzt will er nochmal 800 MB laden. So, auf wen soll ich jetzt warten hier? Auf Bad Boy. Bad Boy. Wo ist er denn? Weiß ich nicht, wo der ist. Ich hab dich ja auch verloren. Hinter dir. Hinter mir. Ach, so große Kacke, was hat sich hier lang gemacht? Sarkos? Ja, der Name ist wirklich geil. Butterfresse. Im Cyrillia! Hattest du nicht schon? Aber trotzdem nochmal, willkommen bei den Akrobaten. Viel Spaß. Und vielen Dank für dein Follow. Hey ho. Jo, hey ho, im Cyrillia. Jetzt geht's wieder drum hier, der Rex wird wieder grüßt. Der Rex wird wieder blutend gemacht hier. Der muss so lange schreien, bis er ausfällt. So. Ah, da kommt was. Großer Plattform, ist das Bad Boy? Jetzt müsste ich's einspielen. Bad Boys. What you gonna do? Ja, da ist er. Also ich fliege hier jetzt mal weg, weil mir wird richtig warm. Losti, so. Was du da in der Hand hast, erklär dazu mal ein bisschen was. Das ist ein GPS. Für mich eigentlich unausweichlich, so ein Gerät zu haben mit meiner Navigationsschwäche, die ich habe. Man kann halt eben wirklich explizit die Koordinaten anfliegen, die man wirklich vom Mitspieler gesagt bekommt. Ne? Man sollte kann man sie also wow. Fliegen. Ist auf so einer Karte wirklich sinnvoll. Verdammt. Bolton, vielen, vielen Dank nein. Für deinen Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Hab viel Spaß im Stream. Ich hab jo. Den falschen Knopf gedrückt. Fauli, hey, wo bist du denn jetzt? Nein, jetzt bist du nicht runtergesprungen. Doch. Fauli, wo bist du? Ich bin beim fliegenden Berg. Bei der fliegenden Insel, ja? Genau. Okay. Wo bist du denn jetzt gerade? Ich flieg jetzt gerade vom Vulkan weg. Ich bin unterwegs zur fliegenden Insel. Wo genau? Gut, dann gehe ich weiter auf im Cyrillia, also 40. Was war das noch? 40, 86? Nee, Blödsinn. 40, 60 oder sowas, ne? 36, 63, lustig. Da ist es verdammt kalt. Du solltest unbedingt irgendwie was Warmes mitnehmen. Ich hatte gerade minus 40 Grad. Direkt darunter. Ja, ich versuche ihn nur irgendwie aufzuladen und dann mitzunehmen, dass er da erstmal unter weg ist. Unter der fliegenden Insel? Ja, da ist es schweinekalt. Ist da denn jetzt irgendwie das Schneesumpfbiom hingekommen oder sowas? Weiß es nicht. Da bin ich. Minus 40 Grad hatte ich gesagt. Und zwar, da ist eine Basis.
Okay, vor dem Update warst du auf dem Weg zu Cirilia. Noch Glück gehabt. Ja, Olten, da hast du richtig. Hast du richtig Glück gehabt, das kann man ganz ehrlich sagen. Hat irgendeiner ein Bett auf dem Quetzel? Quetzer? Wohin fliege ich gerade? Ich fliege gerade mal zu Cirilia. Da haben? Nee, ich bin mit Linia 2 unterwegs, weil ich den Kasten jetzt nicht mitgenommen habe. Ich habe auch kein Bett dabei. Also aber... Bad Boy sagt, er hat Tiere auf dem Vulkan. Bad Boy hat Tiere auf dem Vulkan? Bad Boy, lass mich raten. Da, du hast da Procoptodons? Dann hau ich los die. Also wenn da jetzt Procoptodons sind, dann habe ich die halt eben... Na, also ich habe gerade nichts gehabt, dann sind die jetzt erst gespawnt. Das kann ja auch mal kurz dauern, ne? Bis die dann... Batman, Petra ist da noch in der Luft. Und okay, zwar Moment. Direkt unter der fliegenden Insel ist eine kleine Holzhütte. Okay. Und so. Da bin ich ein Stück drüber irgendwie aus Versehen abgesprungen. Aber in Cirilia, ja, ich weiß ja noch, wo deine Base war, oder? Das ist doch hier, wo die ganzen roten Viecher standen, oder? Bei den Ruinen. Bei den Ruinen? Genau. Achso, und du bist bei den Ruinen. Nein, ich meine in Cirilia. War doch hier, Okay, Fauli, ich habe deine Leiche gefunden, auf alle Fälle. In der Nähe bei Muscle. Die roten Tiere, okay, das ist Muscle Space. Räuber die mal aus. Jo. Okay, das ist Muscle und Space. Aber ich habe hier jetzt auch schon Eisklotz, ne? Aber das war doch in der Nähe hier. Das muss doch hier gleich links daneben gewesen sein. Oh Gott, wie viel Zeug hast du dabei? Wieso? Ich kann kaum gehen. Dann schmeiß die Steine raus. Oh fuck! Ich sterbe. Also ich habe hier minus 48 Grad, ja. Minus 48. Hat sich ja, und ich bin ja, tot. Na toll, ich tot. Auch. Ich sterbe. Das ist arschkalt. Das ist doch unmöglich. Das ist doch unmöglich. Das ging jetzt man doch nicht. Ich hab's gerade. Ja, jetzt ohne Scheiß. Das ging von einer auf die andere. Ja. Ja, ich hab's gerade noch geschafft rauszukommen wieder. Ey. Ich hab's gerade noch geschafft wieder rauszukommen. Dann einmal einen Ketzal aufrüsten mit ein paar Klimaanlagen mehr. So. Alter 10. Schwede, das ist doch nicht mehr normal. Also das ist nicht normal. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Riesenbug, den sie reingesetzt haben. Das muss ein Riesenbug sein, das kann sonst nicht. Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Nein. Da wird auch mit Sicherheit sehr, sehr schnell ein Patch hinterherkommen. Vielleicht ist er ja schon draußen. Ich lade ja schon wieder 834 MB. Immer noch. Nee, schon wieder. Der erste Gigabyte ist ja schon unten. Okay. Du hast aber auch... Achso, der erste Gigabyte ist unten und du lädst jetzt noch 800 nach. Ich lade jetzt schon wieder 800 nach. Ja, die hatte ich ja auch. Das war... The Center ist auch gekommen. Bei mir sind das aber zwei verschiedene Updates. Okay. Ja, wer weiß, vielleicht ist der wirklich schon draußen. Okay. Also es ist auf jeden Fall zu kalt dort. Viel zu kalt. Viel zu kalt. Also wie gesagt, Ketzal aufrüsten, 10, 12. Klimaanlage. Netter kleiner und dann noch Bug. Mal hin. Ja, bringt ja nichts. Das schaffen wir nicht in der Zeit. Ja, Schmudo, die Werbung können wir leider nicht abstellen. Liegt leider nicht in unserem Ermessen. Das ist, Twitch. Ihr spielt ja zu zweit, wir spielen zu viert. Schmudo, wenn du uns jetzt meinst hier. Dann sind wir zu viert sind wir. Haben wir hier irgendwo einen großen Ketzal? Ja, ich würde sagen, wir nehmen Cookie erstmal mit. Hat der Klima? Ja, man kann auf den Server drauf. Wladimir, man kann auf den Server drauf und zwar Ausrufezeichen PVE und dann bist du auf diesem Server, wo wir drauf spielen. Ja, jetzt. Okay. Habt ihr vier, mit vier Klimaanlagen kommt ihr nicht weit. Meinst da du? Da muss mehr, im Cirilia hatte vier und ist verreckt.
Nee, im Cerelia hatte 4 Feuer. Nein, nein, 4 Klimaanlagen, hat im Cerelia gesagt. Ja. 4 Klimaanlagen, Feuer. Schmudu, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Hab viel Spaß. Ja, Wladimir, muss man. Genau, das sind die Mods, die drauf sind. Und die lädt man sich dann runter. Also automatisch, wenn du drauf joinst. Die musst du nicht vorher abonnieren, Olli? Das wird automatisch gemacht. Ja. Das heißt, wenn du drauf joinst, lädst du die automatisch runter. Es kann aber mal sein, dass dann zwischendurch das Spiel ein Timeout bekommt. Vor allen Dingen, wenn Valhalla geladen wird, wenn du die nicht schon hast. Aber dann nicht verzagen, sondern einfach nochmal neu starten und aufs Neue. Fauli, am besten stehen bleiben, nicht springen. Achso, im Cerelia, die Temperatur ändert sich durch Klimaanlagen auch nicht. Aber Empfinden der Temperatur verringert sich. Oder verändert sich. Also die Temperatur an sich ist erstmal gleich, aber wenn du in der Nähe der Klimaanlage bist, dann hältst du die Temperatur besser aus. Deshalb meine ich, mehr hätten da geholfen. Die funktionieren etwas anders. Ich habe auch erst gedacht, oh, der Kram funktioniert ja gar nicht. Ist wieder da? Weil die Temperatur in der Nähe immer noch gleich war, aber nee, so funktioniert das nicht. Wenn du in der Nähe stehst und dein Inventar öffnest, siehst du auch bei den... wie heißen die Werte jetzt noch? Fortitude? Oben steht... Hypothermal. Genau, Hypothermal und Hyperthermal. Die Insulations, genau. Die ändern sich, wenn du in der Nähe einer Klimaanlage stehst. Also im Cerelia, ich hätte dich jetzt gerne abgeholt, aber hast gesehen, ich wäre fast verreckt dort. Ich muss jetzt erstmal Klimaanlagen aufrüsten und dann holen wir dich da irgendwie raus. Nebenbei könnte ich dann... hier hat sich doch auch alles verändert, oder? Aber sicher, das hier... Der Wasserfall ist weg. Oder? Nee, das ist doch... Das hier ist der Wasserfall, der hier... Ich glaube, du guckst woanders, Leute. Nee, warte mal kurz. Doch, ach so, das war auf der anderen Seite. Ich muss hier erst durch. Ich war jetzt total geschockt. Aber das hat sich hier auch verändert, irgendwie. Durchaus möglich. Also momentan haben wir noch 22 Grad. Ja, gib mir mal einmal die Temperaturen durch. Also plus 22. Hier ist doch jetzt auch der Wasserfall, hier ist doch auch neu, oder? Okay. Oder habe ich den schon gesehen? Zumindest ist hier mehr Buschwerk hingekommen, glaube ich, oder? Also hier ist wieder irgendwie ganz... Ich bin gleich kaputt. Kalt? Ja, hier ist wieder irgendwas ganz kalt. Okay, ich parke hier dann mal lieber. Kannst du noch drauf? Ja, ich bin immer gleich... Immer noch 21 Grad. So, und jetzt auf einmal habe ich einmal minus 43. Alter Verwalter. Ja, ich glaube, das ist so ein ganzer Zug dadurch, der... Okay, ich baue, glaube ich, gerade wieder auf. 21 Grad. Ich glaube, ich kann weiter. Alter Verwalter. So, also habt ihr auch mit mehreren Klimaanlagen, habt ihr da immer noch... Also, wir halten also, ich habe jetzt wieder aus, ja. Boah, das war wieder knapp, ey. Das war wieder knapp. 42 Grad minus. Okay. Wie schaut's und aus? Wie viel Wein verlierst du? Ich habe wirklich ziemlich viel Glück im Unglück. Im Sekundentakt verliere ich so 1,5 Health. Dann so, mehr Klimaanlagen. Was? Ja, vielleicht reicht's ja, um rauszukommen. Um die Sachen zu holen. Okay, Moment. Lass mal abklären. Also ich habe 170 Leben. Ich habe 200. Jetzt momentan habe ich 175. Okay, dann sollten wir es schaffen.
Also rein, raus und weg. Weißt du, wo wir liegen, ja? Ungefähr, ja. Am besten mit dem Ketz halt so nah wie möglich drüber parken, dass ihr so wenig weg müsst wie möglich davon.